Herzlich willkommen zu Kuckuck TV. Heute mit dem Thema Liebe im Alter. Viele Menschen vereinsamen im Alter. Oft, weil der Ehepartner verstirbt und man nun ganz alleine im Leben steht. So ist es auch Sigrid und Gerd aus Niedersachsen ergangen. Auf einmal wurde mein Mann sehr krank, nach 20 Jahren, und kriegte insgesamt 4 Schlaganfälle. Bis dann 2016 ist er gestorben. Und da fiel natürlich alles in mich zusammen. Die Einsamkeit, die war auf einmal da. Da wusste man gar nicht mehr, was man mit seinem Leben anfangen sollte. Es war natürlich schwer, aus dieser Zeit rauszukommen. Und ich habe mich am meisten getröstet mit Fahrradfahren und ich bin weiter gereist. Liebe, Zärtlichkeit, sich an die Schulter eines Menschen lehnen können. Ist das jetzt vorbei? Ein für alle Mal? Weil man zu alt ist? Das haben Sigrid und Gerd auch einmal gedacht. Aber dann ist doch alles anders gekommen. Der Gerd, mit dem ich jetzt zusammenlebe, das war der beste Freund von meinem Mann. Und wir haben in der Zeit, nachdem mein Mann gestorben ist, fast jeden Abend telefoniert. Und immer ging das dann, ach, wir brauchen noch die Gute-Nacht-Geschichte. Und dann war ich einmal in Berlin bei meinen Kindern. Und da hat mir diese Gute-Nacht-Geschichte richtig gefehlt. Und eines Abends hat er mich dann gefragt, sag mal, brauchst du überhaupt keine Wärme? Und da habe ich bloß geantwortet, glaubst du, ich bin ein Eisblock? Na, da bin ich mittags da rein und stehe in der Küche, in der Tür und umarme sie. Und da war es um sie passiert. Und da habe ich gedacht, bist du nun über 70 oder bist du 17? Sie wollte mir was erzählen und hat mir dann am Telefon erzählt, dass sie sich verliebt hat in jemanden. Und sie hat mir dann auch gesagt, wer es ist. Wir kannten Gerd ja schon und ich konnte das kaum glauben. Ich konnte auch kaum glauben, wie sie mit mir gesprochen hat, wie schon lange nicht mehr. Völlig anders, fröhlich und aufgedreht. Und das war so der Wendepunkt dann in ihrem Leben. Wir waren auf Usedom. Wir verreisen jetzt öfter mal. Und das war sehr schön da. Wir haben auch schönes Wetter gehabt. Sigi ist gerne im Garten. Und wenn sie da aus dem Garten kommen, ist sie auch ein ganz anderer Mensch. Es sollten eigentlich viel mehr ältere Leute mit einem Partner zusammen oder mit einer Partnerin zusammenleben. Denn die Einsamkeit kann tödlich sein. Und dann habe ich der Frau Wolgers einen großen Karton gebracht und da war unten drin eine Wärmflasche. Und diese habe ich drauf geschrieben, für einsame Nächte. Und diese, das sollte sie darunter verstehen, weil ich öfter mit ihrem Mann unterwegs war. Und so wurde sie dann getröstet. Aber diesen Trost kann ich jetzt ja machen, habe ich ja geändert, indem diese Wärmflasche jetzt Ohren hat. Wir würden das wirklich jedem anderen auch raten, einfach mal selber dran versuchen, jemanden kennenzulernen. Und dann ist das Leben ungleich leichter. Das Beispiel von Sigrid und Gerd aus Niedersachsen zeigt, dass es sich lohnt, sich auch im Alter und auch nach dem Verlust eines langjährigen Partners noch einmal auf eine neue Partnerschaft einzulassen. Sich verlieben, das Kribbeln von Schmetterlingen im Bauch spüren, das Zusammenleben mit einem neuen Partner eingehen. Das alles ist nicht nur jungen Menschen vorbehalten.